Ich weiß, dass in diesem Paket Schnur drin ist. Und ich weiß, dass das Paket von Shimano kommt. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Das Paket, steht hier ein Datum drauf? 17.08.2017. Kann das sein? Es ist viel passiert in der Zwischenzeit und wir hatten lange keine Zeit mehr, neue Unboxings zu drehen. Zumindest vor langer Zeit hat mir Shimano ein Paket geschickt mit der Bitte, Marc, irgendwas ist mit Schnüren? Die sind neu oder... Verschafft ihr doch mal bitte einen Eindruck davon und wir würden an eure Zuschauer sehr, sehr gerne auch was verlosen. Wie immer, wir verlosen ja jetzt mittlerweile in jedem Unboxing immer was. Also unbedingt, liebe Leute, oben unseren Button abonnieren. Ist er auf der Seite? Oder nein, da ist er, da. Bitte, bitte da oben abonnieren drücken. Jetzt sofort und nichts mehr verpassen. Es gibt jede Woche ein Unboxing und jede Woche verlosen wir da auch was. Okay? Ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und schau mal, was Shimano mir da an Schnüren geschickt hat. Jede Menge jedenfalls, liebe Leute. Das lässt doch das Anglerherz höher schlagen. Schnüre sind sowieso eine eurer Lieblingsthemen. Wir kriegen so unfassbar viele Fragen zu Schnüren, liebe Leute, dass es nicht mehr feierlich ist. Gucken wir uns die Sache mal an. Meint ihr, ich schaffe es, ganz schnell hinterzuziehen, sodass es stehen bleibt? Fast. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, ja? 0,35, 300 Meter. 35er, 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 35er. Gut. Wir haben hier Shimano Technium Schnüre. Wir haben hier eine 28er, wir haben hier eine Tribal Carb 35er, normale Technium, normale Technium, Tribal Carb 35, Tribal Carb 35, Tribal Carb 35. Es ist alles höchst verwirrend. Für mich jedenfalls. Wir haben Shimano Technium 28. Eine 28er Schnur kann man irgendwo am Weiher fischen oder zum Werfen an Gewässern, wo man keine Probleme mit Hindernissen hat. Das ist jetzt eine schwarze Schnur, 28er, 1250 Meter und sicherlich eine sehr, sehr gute Wurfschnur. Ja, die ist super weich. Geil. Schwarze, super weiche Schnur, sicherlich ein absolutes Wurfgeschoss. Dann haben wir eine 35er, das ist die absolute Allround-Schnur für den Karpfenangler. Auch in Schwarz und wie ich vermute, auch super weich. Ja. Zur Dehnung. Es ist immer schwer, zur Dehnung zu sagen. Ja. Das ist immer so tagesformabhängig, auch wie weich sind die Hände. Aber ich würde sagen, da ist schon ordentlich Dehnung drinne. Fühlt sich auf jeden Fall super geschmeidig an. Ich meine, wenn eine Schnur sehr geschmeidig und weich ist, ist sie dementsprechend meistens auch mit entsprechender Dehnung versehen. Und dann haben wir hier einmal Tribal Carb einfarbig und hier die ist eher so zweifarbig. Genau, zwei verschiedene Tribal Carb noch. Eine grüne, die ist grün. Ansonsten merke ich da keinen Unterschied. Also ich würde sagen, genau gleich. Und eine Camo, verschiedenfarbig. Sehr geil, sehr, sehr geil. Und ansonsten fühlt sich eigentlich genauso an, genauso geschmeidig. Und ist so grün-schwarz, mega geil. Ist natürlich gerade an spooky Gewässern cool, wenn die am Boden liegt. Denn dadurch, dass die Farbe sich immer wieder abwechselt, kann die der Fisch nicht so gut auf dem Boden liegend sehen. Auch der Angler nicht. Man sieht sie einfach nicht. Was einfarbiges, was sich da so durchzieht, ist halt einfach viel leichter identifizierbar als so was verschiedenfarbiges. Und dann haben wir noch was. Und zwar hier Technium Invisitech High Durability Triple Construction. 300 Meter, wieder 35er. Nochmal eine andere Schnur in einer etwas anderen Farbe. Ansonsten auch wieder recht geschmeidig.
aber etwas fester schon und ja, wahrscheinlich wie der Name auch schon sagt, High Durability Triple Construction, ist das hier wahrscheinlich eine Schnur, die nochmal abriebsfester ist. Und um diese Schnüre geht es jetzt hier, liebe Leute. Der erste Eindruck ist sehr, sehr gut und ich verlose jetzt von der Shimano Technium. Ich kann noch nicht viel zu dieser Schnur sagen, weil ich sie noch nie ausprobiert habe. Und eine Schnur, die man jetzt einfach out of the box auspackt, kann man höchstens danach bewerten, ob sie einen guten Eindruck macht. Und das tut sie definitiv. Und wir machen es jetzt so. Ich habe von allem drei. Wir machen das jetzt mit der Verlosung. Also, was ich hier ausgepackt habe, behalte ich. Das testen wir mal in der Redaktion. Wir brauchen ja auch immer wieder viel Schnur. Und ehrlich gesagt sieht es bei mir da gerade ziemlich bescheiden aus. Insofern testen wir das mal, dann können wir das auch mal reviewen für euch. Aber es gibt wie immer glückliche Gewinner. Tun wir es uns an, alles einzeln zu verlosen? Das wird ein ganz schöner Aufwand. Oder verlosen wir an je zwei Gewinner? Nein, ich will viele Leute glücklich machen. Egal, scheiß auf den Aufwand, ich will viele Leute glücklich machen. Je zwei Leute gewinnen 0,28er Technium in Schwarz. Je zwei Leute gewinnen 0,35er Technium in Schwarz. Je zwei Leute gewinnen 0,35er Technium in Grün. Technium Tribal. Und je zwei Leute gewinnen Camouflagene Technium Tribal in 0,35. Und je zwei Leute gewinnen Technium Invisitech High Durability Triple Construction. Übrigens, hier hinten auch beschrieben die Eigenschaften der Schnur. Abrasion Resistance, also Abriebsfestigkeit, ist bei allen mit 5 Punkten ausgestattet, genauso wie geringe Dehnung, also eine geringe Dehnung. Die Knotenstärke ist auch bei allen mit 5. Die Softness nur mit 4. Also gut, am besten des Betrachters. Ich fand es jetzt nicht steif, die Schnur. Und Low Memory auch mit 5. Also Shimano selber sagt, die Schnur ist eher ein bisschen steif, aber fast weich, also nur ein Punkt fehlt. Und ansonsten ist alles, was eine Schnur ausmacht, Abriebsfestigkeit, Knotenfestigkeit, keine Memory, also dass sie sich nicht verknäult und verkrümmt, und Weichheit fast mit 4 von 5 Punkten auch, volle Punktzahl. Also eine Schnur, die laut dem Hersteller zumindest alles mitbringt, was eine Schnur mitbringen muss. Wie gesagt, wir behalten die hier zum Testen, wir wollen uns davon ein eigenes Bild machen und verlosen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Preise. Schreibt uns bitte, welche dieser Schnüre ihr braucht und wofür, unten in die Kommentare. Okay? Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß beim Mitmachen und natürlich viele dicke Fische, die ihr hoffentlich mit dieser Schnur rausziehen werdet. Ich freue mich auch schon aufs Testen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.